Sehr geehrte Damen und Herren, ich sehe, dass der Rücktritt von Bundesrat Schneider-Ammann und der darauf folgende Prozess zu bewegen scheint. Ich habe noch kaum mal eine Pressekonferenz durchführen dürfen, an der so viele Journalisten anwesend waren. Aber herzlichen Dank für Ihr Kommen. So können wir auch den jetzt folgenden Prozess aufzeigen. Ich freue mich, dass ich Ihnen diesen Prozess heute mit Vizepräsident Christian Lüscher vorstellen darf. Ich selber muss mich nicht vorstellen. Und Sie wissen es, gestern hat Bundesrat Schneider-Ammann seinen Rücktritt erklärt, auf Ende 2018. Ich persönlich bedauere seine Entscheidung sehr, weil ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Und für mich ist er einer der Bundesräte, der zwar in der Presse sehr oft kritisiert wurde. Und dadurch glaube ich auch, dass die Öffentlichkeit vieler seiner Erfolge gar nicht richtig mitbekommen hat. Weil für mich ist er ein Bundesrat mit einem der größten Leistungsausweise. Und ich denke da vor allem auch daran, dass er immer und unermüdlich bis heute noch für die Arbeitsplätze in der Schweiz gekämpft hat. Als wir eine Krise hatten, hat er nicht einfach mit einem Programm, ist er nicht einfach mit einem Programm gestartet, sondern er hat da wirklich nach liberalen Grundsätzen die Marktwirtschaft aufrechterhalten. Dann denke ich aber auch an all die Freihandelsabkommen, die er vorwärts getrieben hat. Unter seiner Ägide wurden Freihandelsabkommen mit 20 Partnern abgeschlossen. Das sind die Hälfte aller Partner, die er unter sich verbuchen kann. In erster Linie denke ich dann natürlich auch an das Freihandelsabkommen mit China. Oder dann denke ich auch daran, dass er ein immenser Vorkämpfer und Verfechter der Digitalisierung war. Und nicht zuletzt sicher auch ist ihm die Berufsbildung sehr, sehr wichtig. Das heißt, er ist ein starker Verfechter des dualen Bildungssystems und das rechne ich ihm alles sehr hoch an. Und insbesondere, er hat immer nach liberalen Grundsätzen gehandelt, das stand bei ihm im Vordergrund und das ist natürlich etwas, das mir sehr gut gefällt. Deshalb sage ich heute zwar mit schwerem Herzen, aber auch mit sehr großem Stolz, danke Hannes, danke für deinen Einsatz. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit dir zusammenarbeiten durfte als Parteipräsidentin. Und nun geht es aber heute einen Schritt weiter. Es geht darum, dass wir Ihnen den Prozess aufzeigen können, wie wir diese Bundesratsersatzwahlen an die Hand nehmen wollen. Es geht jetzt also in den nächsten Monaten darum, die Nachfolge im Bundesrat zu regeln. Und dabei ist mir zuallererst wichtig, Ihnen mitteilen zu können, dass die FDP zur Zauberformel steht. Das heißt ja, die Zauberformel besagt, dass die drei stärksten Parteien je Anspruch auf 2 Sitze im Bundesrat haben und dann die viertstärkste Partei noch den Anspruch auf den 7. Sitz, also auf 1 Sitz im Bundesrat hat. Gemäß den Wähleranteilen von heute haben die SVP, die SP und die FDP je 2 Sitze im Bundesrat und dann die CVP noch den 1 Sitz. Wir sind mit 16,4% Wähleranteil diskussionslos die drittgrößte Partei und deshalb erwarten wir auch von den anderen Parteien, dass sie sich zu diesem Anspruch auch bekennen, weil die Zauberformel stand nicht zur Diskussion, die wurde jetzt auch noch von keiner Partei in Abrede gestellt und deshalb erwarten wir klar von den anderen Parteien, dass sie sich auch in Zukunft zu dieser Zauberformel stellen und diese auch weiterhin respektieren. Jetzt zum Nächsten. Der Vorstand der FDP, die Liberalen, hat heute Morgen das Anforderungsprofil diskutiert und dann aber auch verabschiedet. Für uns sind, wenn ich das Anforderungsprofil anschaue, 10 Eigenschaften für die Kandidierenden wichtig. Zuallererst einmal geht es um einen umfassenden Leistungsausweis. Es ist klar, Bundesrat zu sein, das ist kein Zuckerschlecken. Das bedingt, dass schon vorgängig ein entsprechender Leistungsausweis erarbeitet wurde. Unabhängig davon, ob das in der Wirtschaft der Fall war oder in einem Exekutivamt. Ich glaube aber, es ist für uns wichtig, dass wir sehen, dass da entsprechend auch die Fähigkeit gegeben ist, ein solches Amt überhaupt ausführen zu können. Dann geht es aber auch um das politische Engagement in der FDP, die Liberalen. Das ist selbstverständlich. Oder ein Bundesrat muss nach liberalen Grundsätzen handeln. Da gehen wir davon aus, dass wir das auch schon in der Vorarbeit auch sehen konnten, dass diese Person in der Partei bekannt ist. Es geht aber auch das ist ein wichtiger Punkt,
um einen einwandfreien Leumund in der politischen Laufbahn, beruflich, aber auch im privaten Leben. Dann gibt es aber noch 7 weitere Punkte, die für uns wichtig sind. Das ist die Glaubwürdigkeit, die Fähigkeit zu konsensorientierter Politik. Das ist auch die Durchsetzungskraft, eine mediale Gewandtheit, aber auch eine Nähe zu den Menschen ist wichtig. Dann ein parteiinternes und parteiexternes Identifikations- und Mobilisierungspotenzial. Und dann aber auch noch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Partei und der Fraktion. Jetzt, Sie finden dieses Profil und die entsprechenden Erläuterungen auch in Ihren Unterlagen. Und Sie sehen daraus aber auch, dass wir in diesem Anforderungsprofil noch keine Einschränkung nach Region gemacht haben, nach der Sprache oder auch nach dem Geschlecht. Und es ist für uns klar, der Prozess, der jetzt zu laufen beginnt, der soll mal offen sein für alle. Ich glaube, es ist klar, das ist, wir haben bereits den lateinischen Sitz besetzen können. Es ist klar, es geht um die Diskussion um den deutschen Sitz. Aber es ist da alles offen. Einfach, ich möchte, dass Sie das sehen. Wir haben das in diesen Unterlagen noch nicht eingeschränkt. Wir haben auch die Geschlechterfrage nicht eingeschränkt. Ich persönlich glaube, es würde dem Freisinn gut anstehen, wenn wir jetzt eine Frau in den Bundesrat entsenden könnten, wenn wir durch eine Frau vertreten wären. Nichtsdestotrotz ist aber das Rennen für alle offen. Die Interessenten können sich melden. Ich glaube aber, dass der Zeitgeist jetzt anzeigen würde, dass es Zeit für eine Frau ist. Damit noch kurz auf das Ticket. Also es ist dann Sache der Fraktion, das Ticket zu bestimmen. Deshalb machen wir auch da noch keine Einschränkung. Das ist explizit so, wir machen keine Einschränkung, weil es ist nicht jetzt Sache des Vorstandes, da irgendeine Einschränkung zu machen. Und jetzt eine Frage, mit der ich gestern schon diverse Male konfrontiert wurde, oder schicke ich mich ins Rennen, wie werde ich mich verhalten? Und da kann ich Ihnen klar mitteilen, ich stehe nicht zur Verfügung für diese Bundesratswahl. Ich habe mich auch schon diverse Male dazu geäußert, dass ich wurde erst kürzlich, und zwar im April dieses Jahres, als Parteipräsidentin der FDP Die Liberalen bestätigt. Damit einher geht auch das Commitment, dass ich die Partei in die Wahlen, in die nationalen Wahlen führen will, die ja schon in einem Jahr stattfinden. Wir sind aktuell sehr gut aufgestellt und ich freue mich vor allem auch, dass ich die Partei mit diesem tollen Team, das wir haben, in die Wahlen führen darf. Wir haben sehr gute Kräfte hinter uns. Die Partei wird mitgetragen. Und wenn ich diese Zusage schon gemacht habe, dann werde ich mich auch daran halten. Weil schlussendlich glaube ich auch, dass eines der höchsten Güter, die ein Politiker hat, eben auch die Zuverlässigkeit ist und auch eine Glaubwürdigkeit ist. Und deshalb halte ich mich auch an meine Aussagen, die ich bereits gemacht habe. Jetzt bitte die nächste Folie, besten Dank. Wie sieht der Prozess für die Nachfolge konkret aus? Wir haben auch heute Morgen an der Vorstandssitzung dieses Verfahren festgelegt. Den Zeitplan finden Sie ebenfalls in Ihren Unterlagen. Zuerst geht es aber einmal um die Nomination. Das heißt, die Kandidatinnen und die Kandidaten werden durch ihre Kantonalpartei oder auch den nahestehenden Organisationen, ich denke da zum Beispiel an die FDP Frauen oder an die Jungfreisinnigen oder an die FDP International, sie werden durch diese Kantonalparteien gesucht und dann eben auch entsprechend nominiert. Die Frist hierzu läuft bis zum 24. Oktober und dann um Mitternacht müssen die Kandidaturen zuhanden der FDP Schweiz bei unserem Generalsekretariat eingegangen sein. Darauf folgt eine Roadshow, das werden wir wieder machen, das haben wir auch bereits bei der Nachfolge von Altbundesrat Didier Burkhalter gemacht. Wir sind zurzeit noch in Abklärung, in welchen Kantonen wir das machen können. Darüber werden wir Ihnen genaueres anlässlich unserer Delegiertenversammlung bekannt geben können, die ja bereits am nächsten Samstag stattfindet. Aber diese Abklärungen sind aktuell am Laufen. Gleichzeitig kommt dann auch die Prüfungskommission zum Zug. Sie wird ihre Arbeit nach dem Abschluss der Nominationen aufnehmen. Und da haben wir die Schrauben nochmals angezogen. Wir haben diese Schrauben ja bereits angezogen bei der letzten Ersatzwahlen. Und das haben wir auch diesmal nochmals gemacht. Wir haben das nochmals durchgeschaut. Und
dass sie da einfach sehen, und es ist selbstverständlich, der Leumund im politischen, im beruflichen und im privaten Leben, der muss einwandfrei sein. Das wird auch im näheren Umfeld, im familiären Umfeld des Kandidierenden geprüft. Neu werden wir aber auch von den Kandidierenden verlangen, dass sie uns schriftlich bestätigen, dass sie mit der Prüfungskommission zusammenarbeiten und das entsprechend alles offenlegen. Und da geht es insbesondere um die Sensibilisierung, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten auch bewusst sind, dass es Sachverhalte gibt, die sie uns proaktiv mitteilen müssen. Weil eine Prüfungskommission hat gar nicht die Möglichkeit, alles à fond zu prüfen. Es gibt Punkte, es geht vor allem um diese Sensibilität, oder dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten bewusst sind. Und neu wird die Prüfungskommission auch dazu ermächtigt, Informationen von Dritten einzuholen über die Kandidierenden. Und die Prüfungskommission ist zusammengesetzt mit Altständerat Felix Gutzwiller, der vor allem auch das Gesundheitliche überprüft als Arzt, hat er vor allem das unter sich. Dann Altnationalrätin Gabi Huber und Nationalrat Philipp Bauer, die jeweils die rechtlichen Aspekte besonders unter die Lupe nehmen können. Und es ist wichtig, dass auch ein Mitglied aus der Fraktion anwesend ist, damit auch diese Verbindung gegeben ist. Dann der nächste Schritt, es geht um die Empfehlung an die Fraktion. Der Vorstand der FDP Schweiz wird am 9. November, das ist nach dem Eingang des Ergebnisses der Prüfungskommission, entscheiden, welche Kandidaturen er der Bundeshausfraktion übermitteln wird. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Nomination durch die Fraktion. Das findet an der vorsessionalen Fraktionssitzung am 16. und am 17. November statt. Diese Sitzung findet dieses Mal im Bundeshaus statt, also wir werden keine Sitzung extramuros machen. Und im Anschluss an diese Nomination werden dann die Kandidatinnen und Kandidaten in die Hearings der anderen Fraktionen geschickt. Jetzt der Termin der Ersatzwahl, das wissen Sie, es ist nicht an uns, diesen Termin festzulegen. Wir gehen aber aktuell davon aus, dass das am 5. Dezember stattfinden wird. Das ist aber einfach die Tradition mit Blick auf die Bundesratswahlen. Es ist aber nicht die FDP, die diesen Termin festlegt. Ich möchte da einfach nochmals betonen, dass wir uns das Kandidatenfeld nicht künstlich einschränken lassen. Wir setzen da voll auf die 3 Ks, auf die Kompetenz, auf die Konkordanz und auf die Kollegialität. Und ich schließe hier mit meinem Teil und gebe das Wort gerne unserem Vizepräsident Christian Lüscher für ein paar Ausführungen auf Französisch. Bitte, Christian. Merci beaucoup, Petra. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de l'attention et de l'intérêt que vous portez à la succession de notre conseiller fédéral Schneider-Hamann. C'est l'occasion pour moi, en tant que vice-président de la région romande et latine, de dire à quel point nous avons apprécié les 8 ans de M. Schneider-Hamann au Conseil fédéral dans son ministère de l'économie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète. Je pense que tous les ministres de l'économie de la planète seraient prêts à signer au bout de 8 ans pour un tel bilan. Une économie florissante, une économie libérale, une économie dans laquelle les emplois sont privilégiés et les employés sont également sauvegardés dans leurs intérêts par des mesures soutenues par le Conseil fédéral. Bref, une économie suisse qui tourne à plein poumon et je crois que nous pouvons être fiers, je ne crois pas, je suis même certain que nous sommes très fiers de ce qu'a fait M. Schneider-Hamann durant ces 8 ans. Il n'a cessé de se battre pour l'emploi et pour une Suisse souveraine et néanmoins ouverte sur l'extérieur ainsi que pour les nouvelles technologies. Et donc, je lui dis aussi à mon tour, merci Hannes de tout ce que tu as fait pour ton pays et également pour notre parti parce qu'il a toujours été très disponible pour notre parti. En ce qui concerne sa succession et la procédure qui sera applicable, d'abord, première chose, Petra Gössi l'a bien dit, nous sommes très attachés à la formule magique, ce qui signifie que nos deux sièges sont à notre sens et dans notre esprit acquis au débat. Je dois dire que je n'ai entendu personne monter au créneau comme ça a été le cas il y a 10 ans, par exemple, d'autres partis en disant nous allons revendiquer ce siège. Nous attendons des personnes et des partis qui sont membres de cette concordance suisse qui ne nous conteste pas ce siège, et je crois très franchement que ce sera le cas.
Le processus de succession donc, a été défini ce matin par le comité directeur du PLS Suisse. Vous avez trouvé dans votre dossier le profil complet et les explications relatives dans ce dossier. Et à partir de maintenant, sur notre site internet, vous voyez, nous jouons la transparence. En ce qui concerne le profil requis, nous avons défini 10 qualités essentielles pour les candidats. Vous les trouvez dans un des documents qui vous a été remis. Alors, j'en souligne 3. D'abord, la réputation irréprochable dans la vie politique, dans la vie professionnelle et également dans la vie privée. Il y a eu récemment certaines polémiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais nous porterons de toute évidence une attention toute particulière sur ce sujet. Il est néanmoins évident qu'en tant que parti, nous dépendons de la coopération des candidats et d'un principe qui nous est cher au Parti libéral radical, qui est la responsabilité personnelle et individuelle. Évidemment que nous pouvons poser beaucoup de questions aux candidats, mais nous devons travailler sur une base de confiance, parce que le candidat qui, en fin de compte, sera élu conseiller au conseil fédéral devra évidemment collaborer avec notre groupe. Vous l'avez entendu, il y aura cette fois-ci, comme les fois précédentes, la mise sur pied d'une commission d'examen, la fameuse Prüfungskommission, qui sera composée de Félix Gutwiller, Gabi Hubert et notre collègue au national, Philippe Bauer. Nous attendons évidemment des candidats qu'ils s'engagent à fond et sans réserve pour le PLR. S'engager à fond pour le PLR, ça veut dire être non seulement dans une adéquation en termes de code génétique avec les idées défendues par le PLR au Parlement et en dehors du Parlement, mais ça veut dire aussi être à disposition du parti. Et ça me permet de refaire un petit louange à M. Schneiderhamann. En Suisse romande, lorsqu'on a eu besoin d'un conseiller fédéral qui vienne à nos assemblées pour motiver nos troupes, M. Schneiderhamann, qui parfois atterrissait d'un long voyage une heure auparavant, s'est systématiquement montré disponible pour les assemblées des sections cantonales. Et je crois qu'on peut vraiment lui en savoir gré. Donc un engagement politique, physique et psychique, si je puis dire. Une feuille de route complète, c'est effectivement ce que nous attendons des candidats. Nous savons tous que le rôle ou la fonction, la charge de conseiller fédéral n'est pas simple dans ce monde globalisé et qu'il faut faire appel à une expérience professionnelle et politique solide, et nous attendrons cela de nos candidats également, à quoi s'ajoute évidemment la gestion d'équipe qui est devenue un thème très important dans les départements. Nous attendons aussi, et les 7 autres points qui se trouvent sur la feuille de route, je les décris très très rapidement, je les passe en revue. Crédibilité politique, ça va de soi. Une capacité de mener une politique consensuelle, c'est un peu ce qui finalement fait là aussi le code génétique de notre pays, et d'ailleurs son admiration aussi à l'étranger. Il faut un conseiller fédéral qui soit capable de persuader le Parlement, le Conseil fédéral et même les journalistes, qui sait un jour peut-être, du bien fondé de sa position et de ses idées. Il faut, et c'est le corollaire s'agissant des médias, une aisance médiatique, être capable de communiquer avec les journalistes. Il faut être proche du peuple, parce que si les conseillers fédéraux ne sont pas élus par le peuple, néanmoins, ils sillonnent le pays, soit en tant que ministre, soit avec le Conseil fédéral, et ils doivent se montrer ouverts et proches de la population. Nous avons besoin, comme tous les partis, de candidats qui aient un potentiel de mobilisation et d'identification interne et externe au parti, dans lequel nous pouvons, auquel nous pouvons nous identifier, mais auquel aussi la population et les membres du PLR en Suisse puissent s'identifier. Et puis, ça va de soi, mais c'est toujours bien de le répéter, il faut que le futur ou la future conseillère fédérale E soit à disposition pour collaborer avec le parti et le groupe parlementaire. C'est évidemment essentiel pour nous que le conseiller fédéral puisse diffuser au sein du collège les idées qui sont les nôtres. Petra Gössi l'a dit, nous n'excluons personne en termes de genre et de région. Vous vous souvenez qu'il y a une année, presque jour pour jour, non, c'était en juin, ça fait un de ma part, nous avions fait couler un tout petit peu d'encre parce que nous avions restreint, à juste titre d'ailleurs, les candidatures à... nous avions plutôt demandé que les candidatures soient d'origine latine ou romande. Ici, il n'y a aucune exclusion, mais je crois que tout le monde a compris.
qu'il s'agissait a priori plutôt d'un siège qui revenait à la Suisse alémanique. Pas non plus de limitation en termes de genre, dans la mesure où personne n'est exclu d'emblée. Les hommes et les femmes sont évidemment ont le droit de se présenter comme candidats. Il y a, tout le monde le sait, une certaine préférence de notre parti à cette élection pour l'élection d'une femme, c'est-à-dire d'une conseillère fédérale. Pour la procédure, très rapidement, donc les partis cantonaux, les organisations proches comme les femmes PLR et les jeunes PLR seront invités à rechercher et des candidats et à soumettre des candidatures. La lettre de lancement des candidatures va être signée dans l'après-midi par notre présidente, et puis le délai pour présenter les candidatures échéra plus précisément le 24 octobre 2018 à 23h59. Lorsque nous aurons ces candidatures, nous organiserons, comme nous l'avons fait les deux fois précédentes, un roadshow dans plusieurs cantons, probablement 4 cantons, et si possible, et j'insisterai d'ailleurs auprès de ma présidente, il faudra qu'un canton romand soit le siège de l'un de ces 4 roadshows, parce qu'il s'agit d'une élection fédérale, et il n'y a aucune raison d'exclure la Romandie, peut-être le Tessin pourra être épargné cette fois, ayant eu son lot de bonheur l'année dernière. Le comité exécutif du PLR décidera ensuite le 9 novembre, après les résultats du jury d'examen, de la commission d'examen, de la Prüfungskommission, quelles sont les nominations qui seront envoyées au groupe libéral radical. À partir de ce moment-là, le parti en tant que tel sort du jeu, et c'est le groupe parlementaire qui fait un take-over sur la suite des travaux et qui est seul compétent pour auditionner les candidats, évidemment, et puis pour définir le ticket pour l'élection au Conseil fédéral. Et donc, quelles que soient les questions que vous nous posez aujourd'hui sur la composition du ticket, nous devrons, non pas par crainte ou par envie d'esquiver les questions, vous répondre que formellement, c'est ce groupe, c'est le groupe parlementaire au Chambre fédérale qui aura cette compétence, et nous ne pouvons évidemment pas préjuger ou prédécider à sa place. Et donc cette réunion du groupe du 16 novembre 2018 aura lieu chez nous, si je puis dire, dans notre salle 3 du Palais fédéral, où nous pouvons auditionner les candidats en toute confidentialité, ce qui revêt une certaine importance également. Ensuite, du choix de ce ticket, la procédure que vous connaissez sera mise en route, donc audition par les autres groupes politiques, et puis la date vraisemblable, sans que nous ayons évidemment, nous PLR, la moindre compétence pour la fixer, mais la date vraisemblable de l'élection sera le 5 décembre 2018. Comme l'a dit notre présidente, je le souligne encore une fois, il n'y a aucune volonté du PLR suisse de restreindre artificiellement le champ des candidats. Le PLR s'est toujours prononcé contre les quotas, et au lieu de cela, nous avons en allemand les 3 K pour compétence, concordance et collégialité, auxquels correspondent en français les 3 C, compétence, concordance et collégialité également, et avec des C au lieu de K. Voilà pour, je crois, avoir décrit de manière assez complète ce processus d'élection. Il va sans dire que Petra et moi sommes à disposition pour des questions dans les limites que je viens de vous décrire.